Hallo und herzlich willkommen zurück in Minecraft Woods. Ja, es hat sich einiges getan seit der letzten Folge. Bei euch ist die zwar nicht lange her, bei mir allerdings jetzt schon. Zwar nicht lange, sondern ein paar Tage. Allerdings habe ich sehr viel gestreamt hier, das Projekt in letzter Zeit. Ihr seht hier vielleicht, wo hier fehlt schon ein bisschen was. Ja, ich würde sagen, ich zeige das einfach mal in dieser Folge. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hoch. Und es hat sich ein Zaun verbreitert. Jetzt sieht man da hinten schon was. Verdammt. Also hier, das ist jetzt die Farm. Und es wird natürlich Nacht. Und ich habe hier dann Felder mit angelegt. Hier kommen auch noch ein paar Felder mehr hin, wenn wir mehr Sachen zum Anpflanzen haben, genauso wie auf die Seite. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal zur Base, weil es auch Nacht wird. Und ich habe aktuell Monster an, weil wir haben hier schon ein bisschen was gecraftet in der Zeit. Und ich habe in Warpbook aber noch keine Seiten da drin, weil ich brauche Enderperlen. So, dahin sieht man schon, hier ist die blöde Schlucht. Hey, da bin ich so oft reingefallen. Allerdings machen wir das demnächst zu und ich habe eine Verbindung vom Haus. Aber das zeige ich jetzt alles. So. Den Weg hier, den habe ich eben provisorisch gemacht, denn weil ich habe jetzt Creatures mit drin. Und ja, da gab es einen Fehler. Ich habe die Zip-Datei einfach in Mods-Ordner gepackt. Die Tiere waren zwar da und so, aber man konnte sie nicht sehen. Und nicht angreifen. Die konnten einen nur selber angreifen. Ja. Ach, dann ist der Elefant. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wir haben selbst einen Blockling hier. Aber das komplett hässliche Menü ist. Ich habe spätere Versionen gesehen, das Menü viel besser. So. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier groß zeige, ich lege mich erstmal hin. Jo, schlafe. So. Also, hier mein Bett aus Carpenter-Blöcke. Hier ist irgendwo ein Skelett. Jedenfalls ist hier so ein Gang. Ich dachte, hier kommt ein bisschen Deko drauf. Hier habe ich schon angefangen mit Carpenter-Blöcken so einen Topf gemacht mit einer Blume, einer Fackel. Ja. Dann haben wir hier drüben überall mit Carpenter-Toren. Hier ist noch nichts. Hier auch nicht. Okay. Hier habe ich auch noch nichts. Da werden wir noch gucken. Hier habe ich so einen kleinen Ausgang. Ja, sieht noch nicht alle toll aus hier. Das ist mir ein bisschen künstlich nach oben gezogen. Hier haben wir so einen kleinen Ausgang. Und hier ist eine Tür, die man gar nicht sieht. Ich kann den Cup in der Blöcken. Ja. Hier wohnt ein Dorfbewohner. Hier haben wir durch einen Lucky Block rausbekommen. Ich spiele gerne mit den Carpenter-Türen. Ja, dann. Geht's hier nach unten? Aber hier ist der Eingang. Und dann haben wir hier drüben noch nichts. Hier haben wir. Hier geht's nach unten in die Schlucht. Da möchte ich jetzt nicht rein, das ist so zu erfahren. Ja, also hier wollte ich auch noch zwei Räume hinbauen. Ich weiß halt noch nicht was. Ja, dann haben wir hier. Das habe ich heute erst im Stream gebaut. Hier haben wir so ein kleines, das können wir ein Schwert packen, falls wir später mal ein wertvolles haben. Und zwei Rüstungsständer.
Status sieht aber cool aus. Und hier habe ich einfach Lager. Ja. Mit fast beschriftenen Kisten. Aber hier habe ich Mod-Items drin. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel die Garagentüren drin, die wir überall hier haben. Und halt so Werkzeug, um die Sachen zu benutzen. Und auch Schüsseln und sowas hier. Ja. Ja, hier haben wir bessere Schilder, weil also die habe ich nur provisorisch gemacht, die werden wir noch umändern. Allerdings wollte ich jetzt nicht Papier verschwinden, weil ich die gerne für Warpbook haben wollte. Ja, hier haben wir lauter Baumaterial drin, hier haben wir auch noch Carpenterblöcken. Da oben auch. Ja, Erz haben wir, da haben wir ein bisschen was, Kupfererz, Eisen, Kupferbahn, ja, ich habe da Zuckerrohr auch drin. Ja. Günstiges einfach immer. Ja gut, ist nicht besonders interessiert. Und Essen haben wir gerade gar nichts. Hier habe ich einfach Öfen und hier unten Werkbank. Und hier habe ich das Teil, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Joa. Dann hier oben kann man natürlich auch rausgucken. Das ist eigentlich schon unser neues Zuhause. An der Basis selbst haben wir 230 Hühner gesessen. Es hat ein bisschen gedauert, vor allem das Ausfüllen. Weil es war ja, ist am Berg. Da mussten wir erstmal die ganzen Steine und so rausholen. Und hier sitzt es halt auch noch ein bisschen doof aus. Hier müssen wir noch ein bisschen Erde hinklatschen oder so. Und hier wäre auch ein Gang nach unten, um dann hier reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich da die irgendwie offen lasse, dass das so draußen ist. Könnte man irgendwie eine kleine Baumfarm oder so hinmachen. Ja, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was in die anderen Räume soll. Also, da ist noch ein Raum, also hier haben wir noch drei Räume frei. Oben sind noch drei. Jo, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Hier haben wir unseren bewachsenen Wald. Und hier drüben dann halt unsere Farm. Die vielleicht ein bisschen groß geworden ist, aber wer weiß, was es alles gibt hier in dem Modpack. Ja. Aber ich wollte das hier ganz hier auch nicht abreißen. Deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, man da eine Farm hin. Wir hätten ja auch direkt bei unserer neuen Basis mit dem packen können. Aber naja. Dann hatte ich, über die Morph-Mod funktioniert immer noch nicht. Das war ja in einer der letzten Folge, wo das Spiel dann abgestürzt ist. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Dann würde ich sagen, ein Screenshot davon. Und dann würde ich sagen, ich wollte das heute nur mal in der Folge zeigen. Wir machen dann richtig weiter in der nächsten Folge. Ich würde sagen, bis dann und tschüss.